moin. Wieder eine weitere Folge Kleine Küche, große Träume heute. Diesmal geht es wieder um ein Dessert. Und zwar wieder was Italienisches. Ihr merkt schon, da ist auch eine gewisse Liebe zur italienischen Küche. Heute gibt es Panna Cotta bei uns. Panna Cotta alleine schmeckt recht, ja, sahnig. Ist vom Prinzip her auch nur Sahne und ein bisschen Zucker. Dazu muss man also eine Soße machen. Und ich habe mich heute für eine Erdbeersoße entschlossen. Ja, das werde ich jetzt also kochen und ihr könnt euch angucken, wie das funktioniert. So, hier sind die Zutaten. Also, alles, was ihr so Ungesundes kennt, werden wir hier heute verbrauchen. Zum einen brauchen wir Sahne. Das hier sind 500 Milliliter Packungen. Einer alleine reicht nicht, also ihr seht schon, da wird reichlich gebraucht. Und zwar brauche ich insgesamt ein Dreiviertel Liter Sahne für die Panna Cotta und auch noch ein bisschen für die Soße. Von daher habe ich hier gleich einen ganzen Liter gekauft. Und das hier ist Schlagsahne. Ihr könnt aber auch genauso gut Kochsahne benutzen. Die gab es nur leider nicht in so großen Packungen und ich hatte auch keine Lust, 5 Stück davon zu kaufen. Des Weiteren brauchen wir Zucker. Einerseits den normalen, den man so kennt, andererseits aber auch Puderzucker. Der kommt dann in die Soße rein. Wir brauchen für die Panna Cotta Blattgelatine und hier Vanilleschoten. Und für die Soße Erdbeersoße, demzufolge natürlich Erdbeeren. Ihr könnt das genauso gut auch mit allem anderen machen. Ihr könnt also auch gerne Himbeeren, Brombeeren nehmen. Theoretisch könnt ihr auch eine Orangen- oder eine Aprikosensoße machen. Da kann man eigentlich alles zu benutzen, was fruchtig ist. Schmeckt alles gut. Okay, gut. Jetzt aber ab in die Küche. Wie bei jedem anderen Rezept geht es erstmal los mit der Vorbereitung. Die ist relativ schnell gemacht. Also, was ihr als allererstes machen solltet, ist, ihr solltet eure Förmchen schon mal in den Kühlschrank stellen. Ihr kocht diese Sahne auf, dann wird die Gelatine reingegeben und die wird beim Auskühlen hart. Das heißt, dadurch bekommt ihr am Ende erst euren Pudding. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass das alles recht lange dauert. Das heißt, wenn ihr die macht, müsst ihr damit rechnen, dass das durchaus eine ganze Weile im Kühlschrank stehen muss, bis es denn fest ist. In dem Rezept, das ich jetzt habe, sagen die Leute, das soll über Nacht im Kühlschrank stehen, hält sich dafür aber auch 2 Tage dann im Kühlschrank, also relativ lang. Wir können das so ein bisschen abkürzen, indem wir einfach kalte Schüsseln nehmen. Und das schaffen wir, indem wir die eben in den Kühlschrank stellen. Das hat noch einen weiteren Vorteil. Und zwar nehme ich gleich diese Vanilleschote und kratze da das Mark raus. Das ist dann natürlich später in der Panna Cotta als ja, dunkler Punkt zu erkennen. Und wenn diese noch warme Panna Cotta in die Form gefüllt wird, dann kann dieses ganze Mark sich am Boden absetzen, was natürlich so ein bisschen doof ist. Wenn wir dann mit einer kalten Schale arbeiten und das Ganze dadurch so recht rasch abkühlen, haben wir dieses Problem nicht. Das heißt, die wird relativ schnell, zumindest dick, und dadurch bleibt die Vanille so ein bisschen gleichmäßiger darin verteilt. Er sieht also tatsächlich am Ende auch noch ein ganzes Stück besser aus. So, das waren die Schüssel. Weitere Vorbereitung, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, aber in der Schüssel hier sind die Gelatineblätter. Ich hole mal eins raus. Also, hier drin habe ich die Gelatineblätter eingeweicht. 5 Stück sind das insgesamt. 3 brauche ich eigentlich, aber das wären nur 500 Milliliter Sahne gewesen. Ich arbeite heute mit 750, von daher habe ich einfach 5 Stück genommen. Und einweichen auf jeden Fall im kalten Wasser, nehmt da bitte kein warmes. So, ja, dann weiter zur Vorbereitung. Vanilleschoten, ich habe das schon mal in einem anderen Video gezeigt, aber da ich wohl schlecht verlangen kann, dass ihr alle Videos gesehen habt, werde ich das einfach nochmal zeigen. Also, ihr nehmt ein Messer, schneidet die Vanilleschote dann einmal schön der Länge nach auf und könnt dann mit einem Messer ganz einfach einmal hier durchgehen. Und das, was hier jetzt an dem Messer haftet, das ist das Vanillemark. Das ist das, wo dann der meiste Geschmack drin ist. Und das kommt jetzt erstmal in den Topf mit der Sahne. Hier. Na, so. Also, da rein kommt das jetzt alles und das mache ich jetzt mit beiden Schoten. Und wenn die fertig sind, dann kommen die Schoten nicht weg, denn da steckt immer noch eine Menge Geschmack drin. Deswegen kommen die Schoten, auch ausgekratzt, noch mit in die Sahne. Die holen wir natürlich wieder raus, bevor wir dann die Panna Cotta wirklich fertig haben, aber mit Kochen tun wir sie auf jeden Fall. So, und das zeige ich euch jetzt. Also, kochen. Das hier ist jetzt die Sahne. Da ist noch nichts weiter drin, außer dem Vanillemark. Das seht ihr ja hier oben drauf. Und den
Vanilleschoten, die hier unten, da schwimmt mal eine rum. Das alles wird jetzt gekocht und zwar mit einer Menge Zucker. Das hier sind 75 Gramm, die kommen da auch noch rein und das Ganze soll sich jetzt darin lösen. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu den Vanilleschoten. Wenn ihr im Supermarkt bei den üblichen Gewürzhökern nach Vanilleschoten sucht, also Fuchs, Ostmann und so weiter, da gibt es ja eigentlich in jedem Supermarkt ein entsprechendes Regal, da findet ihr natürlich auch Vanilleschoten. Wobei ich teilweise echt geschockt bin, was dort eine Vanilleschote kostet. Die kosten da zwischen 2, teilweise auch 3 Euro pro Schote wohlgemerkt. Also unglaublich hohe Preise, eine Unverschämtheit eigentlich, finde ich. Und wo ich letztens überrascht war, ist, dass ich woanders noch Vanilleschoten gefunden habe. Und zwar in der Gemüseabteilung. Direkt in der Gemüseabteilung waren da kleine Schälchen, in der Vanilleschoten waren. Da waren 5 oder 6 Schoten drin für am Ende 2 Euro oder irgendwie 2,50 Euro. Also wesentlich günstiger. Von daher lohnt sich da das Suchen manchmal wirklich. Gut, aber jetzt zurück zu dem Schritt hier. Ich koche hier jetzt gerade also die Sahne auf, dabei immer wieder mal rühren, das ist wichtig. Und wenn die kocht, dann schaltet ihr die Temperatur zurück und lasst das ruhig ein paar Minütchen köcheln. Der Zweck des Ganzen ist, dass diese Aromastoffe, die jetzt noch in der Vanilleschote stecken, dann in die Sahne übergehen, bevor wir die Schoten wieder rausholen. Also, deswegen kochen wir hier jetzt weiter unsere Sahne, Panna Cotta, und danach geht's weiter. Die 6 Minuten sind um und jetzt sammle ich erstmal die Vanilleschoten da raus. Also, ich hoffe, ihr habt am Anfang mitgezählt, wie viel ihr drin hattet, denn wenn ihr da drin jetzt eine vergesst, na gut, so schlimm ist das auch nicht. Beim in die Förmchen gießen werdet ihr das sehen, aber das gibt auf jeden Fall eine Sauerei. Von daher merkt euch lieber gleich, wie viele Stücke ihr da drin habt. So, also, das war schon mal der größte Teil. Hier hinein kommt jetzt die Gelatine. Also, Gelatine, ich hoffe, das kann man hier so einigermaßen erkennen. Hier ist sie noch im Wasser. Die nehmt ihr einfach, diese Blättchen. Die sind dann so ein bisschen glitschig. Und die drückt ihr einmal aus. Also, wir wollen da möglichst wenig Wasser von der Gelatine mit in unsere Soße nehmen. Deswegen nehmt ihr das einfach mal in 2 Hände und drückt das so gut ihr könnt aus, um das überschüssige Wasser davon zu entfernen. Also, das hier sind jetzt meine 5 Blättchen Gelatine und die kommen jetzt hier in meine Soße und unter Rühren lösen die sich dann relativ schnell auf. So, und jetzt muss ich einfach nur warten, bis diese Soße wieder kalt wird, weil dann fängt sie an einzudicken durch die Gelatine, die sich hier drin jetzt gelöst hat. Und das Ganze fülle ich noch nicht jetzt in die Förmchen, weil das ist jetzt noch viel zu warm, sondern ich warte jetzt erstmal ein bisschen, bis sich das hier draußen abkühlt. Ich kann das so ein bisschen beschleunigen, indem ich jetzt zum Beispiel hier das Wasser von der Gelatine nehme und da den Topf reinstelle und das Ganze dann halt regelmäßig auch ein bisschen rühre. Na, nee, das läuft mir über. Das muss ich gleich nochmal anders machen. Und sobald die Soße anfängt einzudicken, wird die in die Förmchen gefüllt. Also, Förmchen könnt ihr euch dann schon mal fast bereitstellen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Ich denke mal 5 Minuten noch. Dann wird die langsam anfangen zu gelieren. Einfach mal zwischendurch immer rühren, damit ihr seht, wie dick die schon ist. Ja, und wenn sie anfängt zu gelieren, umfüllen, weiter in den Schalen auskühlen lassen. Bitte nicht warm in den Kühlschrank stellen, weil damit tut ihr euren Kühlschrank keinen Gefallen. Also noch ein bisschen abkühlen lassen und wenn das Ganze dann noch vielleicht, ja, 30 bis 40 Grad hat, dann kann das so langsam in den Kühlschrank, um auszukühlen. Oder aber, wenn ihr noch Schnee habt oder wieder Schnee habt, dann kann das natürlich auch gerne abgedeckt nach draußen. Gut, das waren die Panna Cotta. Jetzt komme ich zur Erdbeersoße. Eine Erdbeersoße machen ist eigentlich wirklich simpel. Was wir brauchen, sind natürlich die Erdbeeren. Die sind hier in so einem Schnellhacker drin. Und dazu kommen jetzt einerseits ein bisschen Zitronensaft. Die Zitrone hatte ich nicht bei den Zutaten, aber ihr könnt genauso gut auch so ein Fertig-Zitronennaht nehmen. Das funktioniert auch. Also, ihr nehmt noch etwas Zitronensaft, also Spritzer, sag ich mal. Zitrone tut dem Ganzen eigentlich immer ganz gut. Und das Ganze wird jetzt einmal fein gemacht, püriert. Also, decke ich auf. We'll be right back.
Also, püriert sind die Erdbeeren schon. Das geht bei Erdbeeren natürlich sehr schnell. Erdbeeren sind eigentlich gar keine Beeren, sondern sogenannte Sammelfrüchte, weil die Samen der Erdbeere sitzen auf der Außenhaut. Das sind diese, na, ich hoffe, das kann man hier ein bisschen sehen, das sind diese grünen Punkte, die immer auf der Außenseite sitzen. Beim Kauen von Erdbeeren ist das gar nicht so schlimm. Wenn man eine Soße hat, finde ich, ist das so, als hätte man einen nicht abgewaschenen Salat. Das fühlt sich so an, als hätte man jede Menge Sand im Getriebe. Deswegen werde ich das Ganze gleich nochmal durch ein Sieb streichen. Da werden dann die Körner hängen bleiben und den Rest kann ich da einfach durchdrücken. Also, das Ganze wird passiert. Wie gesagt, Zitrone habe ich schon drin und je nach Erdbeersorte, nach der Jahreszeit und so weiter, müsst ihr das eventuell noch ein bisschen nachsüßen. Von daher noch der Puderzucker dazu. Die Soße also selber ist eigentlich schon fertig. Das ist vom Prinzip her nur ein Erdbeerpüree. Und ja, Panna Cotta habe ich euch auch gezeigt. Dann bin ich tatsächlich schon wieder am Ende. Am besten schmeckt Panna Cotta natürlich, wenn es draußen warm ist. Von daher ist das ein super Sommergericht. Passt übrigens ganz hervorragend, wenn ihr halt nachmittags grillt oder so und danach so ein schönes, kaltes Panna Cotta, das ist wirklich was Herrliches. Ich habe das, glaube ich, vorhin schon erwähnt, Panna Cotta hält sich 2 Tage ohne weiteres im Kühlschrank. Das könnt ihr also auch super vorbereiten, von daher müsst ihr euch dann an dem Tag nicht auch noch den Stress machen. Und ja, ist auf jeden Fall immer wieder was Leckeres. Gut, so, Ende der Folge. Guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und bis zur nächsten. So, ich habe mich gerade umentschlossen. Ich verabschiede euch jetzt noch nicht, sondern ich zeige euch noch, wie man das Ganze passiert. Denn das habe ich damals immer wieder gelesen und mich gewundert, wie das denn eigentlich geht. Weil passieren hört man immer wieder mal, liest man auch oft in Rezepten. Aber wie das gemacht wird, wird eigentlich nirgendwo gezeigt. Von daher zeige ich euch das heute. Dann seid ihr, wenn ihr es noch nicht wusstet, ein Stück schlauer. Also, ihr braucht eine Schüssel, kann aber auch, wie in diesem Fall, ein Topf sein. Und dann braucht ihr ein Sieb, und zwar ein möglichst feines. Denn die Kerne, die ich jetzt raussammeln möchte, die sollen hier natürlich nicht durchgehen. Von daher also ein feines Sieb. Und da hinein kommt jetzt die zukünftige Erdbeersoße. Wie gesagt, wenn euch das nicht stört mit den Kernen, sondern ihr sagt, ach was soll's, ich esse Erdbeeren ja schließlich auch so, von daher stört mich das auch nicht in der Soße, dann könnt ihr das auch gerne so lassen. Also als Soße ist das durchaus auch so schon tauglich. Und jetzt braucht ihr zum Durchstreichen entweder einen großen Löffel, der hier ist allerdings nicht allzu groß, oder aber ihr könnt auch eine kleine Kelle benutzen. Das mache ich jetzt hier. Und jetzt streicht ihr vom Prinzip her das Ganze durch das Sieb durch und am Ende, da unten könnt ihr sehen, habt ihr dann die eigentliche Soße. So, und so arbeitet ihr euch jetzt hier durch, bis ihr von der Soße nicht mehr so viel über habt und hier oben eigentlich fast nur noch Kerne und so ein paar dicke Stücke Fruchtfleisch sind, die vielleicht zu hart für den Mixer waren. Ja, also, das ist das Passieren für diejenigen, die es noch nicht kannten. Und jetzt verabschiede ich mich wirklich und bis zur nächsten Folge.